So, herzlich willkommen zu, oh mein Gott, kaum bist du mal ein paar Minuten nicht weg vom Spiel, direkt hier so ein Monster. Aber es ist jetzt überall ausgeleuchtet. Wo kommt das scheiß Ding her? Ist so schön hell überall. Junge. Danke. Wo kommt das Ding her? Hier ist doch überall hell. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Ist wieder so leer hier? Ah ja, ich habe das Ding ausgemacht. Trotzdem. Hätte ich mir ein bisschen mehr Aktivität erwünscht, erwartet. Da muss mehr Scheiß rein. Oh, wieso? I don't know. So mit dir. Aus. Kein Bock mehr. Kann man sich ja hier nicht ansehen. Kann man das ja. Oh, das ist ein bisschen viel. Egal. Oh. Die Pipe hier, die muss glühen. Guck mal, komm schon wieder zurück. let's go. Ah, das ist das nächste. Aha. Und das nächste. Aha. Und schon wieder was. Yay. Und wieder was. Hui. Ist ja süß. Ah. Und da geht jetzt noch was in die Richtung. Hehe. Wieder schneller. Blablabla. Eigentlich müsste ich hier so eine Accelerating Tube hinmachen, ne? Oh, alter Frontalzusammenstoß. Aber ich meine, erstens ist es egal, weil die Sachen auf der anderen Base ankommen. So. Da kommt sowieso so viel an. Da werden wir eh niemals irgendwie warten müssen. So. Und auf der anderen Seite, ich meine, so eine Accelerating Tube, die kosten, wie gesagt, unendlich viel Scheiße. Also, die Kosten ist nicht das Problem. So, das kriege ich ganz schnell, ne? Das haben wir alles. Aber das Problem ist halt, wir müssen diese ganzen hässlichen Magnete bauen. Und dann müssen wir die ganze Zeit irgendwelche Spulen herstellen und wir brauchen halt zwei Magnete für ein einziges Segment. Und wir brauchen hier 800 bis 1000 Segmente. Also, so viel Langeweile habe ich dann doch nicht. Leute, also, ich weiß, ihr mögt es, wenn ich das Let's Play in die Länge ziehe, aber das ist dann ja schon abstrakt. Ja, also, das ist Next Level Shit. So, ich mache erstmal 200. Mal gucken. Aber cool, das heißt, dass die Items zurückgekommen sind bereits, heißt, dass selbst das Ende dieser Pipe immer noch aktiv war, obwohl wir hier schon gar nicht mehr waren. Das heißt, dass die Items durch die Pipe wandern, selbst wenn da keiner ist in der Nähe. Scheint echt gut zu funktionieren. Das ist doch echt gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, wo wir natürlich gucken müssen, ist denn, wenn es hier hoch und runter geht. Ne, müssen wir mal gucken, wie wir da dann am besten die Pipe verlegen. Vor allem müssen wir jetzt natürlich darauf achten, dass jetzt der gesamte Tunnel auch wirklich geschützt ist. Weil jetzt haben wir das Problem, wenn jetzt hier irgendein Teil von dem Tunnel nicht geschützt wäre, dann könnte jemand an der Stelle einfach die Pipe abbauen, sich eine Kiste hinbauen und schön unsere ganzen Items abgreifen. Aber eigentlich müsste das alles hier komplett geschützt sein. So, und hier will ich jetzt mal eine Brücke drüber bauen. Sieht er hier... Achso, wir haben jetzt natürlich nichts dabei zum Glück gebaut. Schade. Weil das hier ist halt schon hässlich. Achso, doch, wir haben noch ein paar Sachen im Backpack. Haben wir hier auch Gestein dabei? Ja, wir haben jetzt ein bisschen Holz dabei. Das geht ja auch. Machen wir hier nämlich einfach mal dicht. Ungefähr so. Dann haben wir denn hier auch, achso genau, hier hat er diesen Ghost. Bam, bam. Ihr müsst immer noch genug Holz dabei haben, um diverse Schienen zu bauen, also ja, keine Panik bekommen hier. Was ist das hier gerade für Funktion hier? Oh ja, und schon wird es so dunkel, ne? Hehe. Dann vielleicht mal doch hier eine Fackel hinbauen. Zum Beispiel da so.
Und dann passt das Ganze. Können wir hier noch die Schienen wegmachen. Erstmal da oben noch ein bisschen Holz hinpacken. So. Ich mache hier noch eine Fackel hin. Kann nicht schaden. Schon dieser Schandfleck weg. Ist ja geil. Oh, dann kommen die nächsten Sachen. Hui, wie cool. Ich mag das. Ich finde es sehr geil. Und schon sind 200 Segmente wieder weg. Holy shit, geht das schnell. Alter, das ist ja... Das ist schon echt krank. Einfach mal so 200 Rohre verlegt, ja moin. Also, ich meine... Man macht da sonst nichts, ne? So, irgendwo müsste... Ah, oh ja, wenn man vom Teufel spricht. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss das doch hier runter gehen. Gut, hier geht's hoch, nicht runter, aber... Ist vom Prinzip her das gleiche. Jetzt ist die Frage, ich würde tatsächlich einfach hier ein bisschen aushöhlen. Ungefähr... Ich mach mal so hier. Oh, das, der sollte jetzt eigentlich nicht weg. Das war jetzt so nicht geplant, aber gut, auch egal. Der würde nämlich mit dem Rohr tatsächlich einfach da oben lang gehen. Ich glaube mal, das sieht optisch am schönsten aus. So, und dann geht es hier nämlich einfach weiter. Es ist blöd, dass jetzt hier so ein Ding fehlt. Zum Kotzen. Killst du noch aber keinen mehr dabei, oder? Ne. Ne. Stimmt, wir sind ja hier unter der Bahn. Ah ne, über der Bahn. Die fährt ja hier unter uns lang oder irgendwie so. Irgendwie so war das. Lol. Ich setze einfach mal erstmal so Kurbel, Sommers, Kurbel, Stone, das da. So, sieht so ein bisschen besser aus als. Eigentlich könnte ich doch auch hier so. Bam. Ja. So geht's auch. Oh nein, wir müssen schnell. Wir müssen das Item überholen. Ha! Du kriegst uns nie, Bitch. I'm better than you. Ach man, ey. Ich meine, zum Glück ist das Rohre hinklatschen super einfach. Wir müssen nur die Rohre hinklatschen, so. Wir müssen nicht immer wieder unsere Akkus aufladen vom Bohrer oder irgendwelche Fackeln platzieren. Von daher geht das hier wirklich schon relativ schnell. Aber umso erschreckender ist es halt auch, wie lang dieser Tunnel eigentlich ist. Wie schnell wir hier einfach mal so 200 Dinger verbraten. Ja, es ist schon echt krank. Oh, gerade von gesprochen. Bumm, schon wieder 200 Rohre weg. Das ist so abartig. Alter, das geht ja gar nicht. Das ist so... Ja, wir brauchen noch viel mehr Plaste. Das wird halt nie im Leben was. So, hier müssen wir jetzt gleich wieder gucken, wie wir es am dümmsten machen. Ich würde hier tatsächlich... Wir brauchen mal Stein hier. So, einmal halt. Darauf springen und darauf springen. Und dann würde ich tatsächlich... Warte mal kurz. Da geht's drei runter. Ich würde tatsächlich hier den Durchbruch machen. Gut, noch kommen keine Items. Noch bin ich... ne? So, dann mache ich hier einen Durchbruch. Verdammt. Yeah. So, das war's. Das, genau. So, dann geht's hier an der Stelle einfach weiter. Gut, man sieht hier echt gar nichts. Tada. Dauert zum Glück gar nicht ewig oder so, ne? Ich meine, es wäre natürlich schon cooler, wenn die Items schneller sind als wir. Weil dann wir müssen nämlich immer wieder Items nachkommen und wir wüssten anhand dessen,
dass die Pipe komplett ist und nicht irgendwie kaputt ist oder so. Aber gut, dann warten wir halt ein bisschen. Bisschen sehr lange wahrscheinlich. I don't know. Und schon wieder 200 Dinger weg. Das ist, Alter. Oh, der Abzweig. Gut, hier, würde ich, also, ne, eigentlich hätte ich das einfach hier so machen, aber ich will das direkt, wo dieses Gleis lang gehen könnte, wenn hier eins wäre, das nicht so ist. Das heißt, ich mache tatsächlich hier das Ganze so. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir es hier? Weil ich will jetzt nicht, dass das Roll die ganze Zeit so hin und her geht, weil das sieht zugegeben echt kacke aus. Dementsprechend wäre es vielleicht fast sogar sinnvoller, hier auch einfach wieder mit einer Steigleiter zu arbeiten. Habe ich rein zufällig jetzt noch so eine. Nee, diese Marke habe ich weggepackt, alle, ja. Verdammt. Tja. Wie verlegen wir das Rohr am dümmsten? Eine Idee wäre natürlich, dass wir. Zum einen, da hier wäre es fast günstig, wenn wir das Rohr hier unten lang verlegen. Einfach weil hier oben ja öfters mal offen ist, so wie hier zum Beispiel. Jetzt wäre natürlich die Idee, wenn wir hier einfach so lang gehen und dann einfach auf der Flucht bis da hinten durchgehen und dann mit einmal runtergehen. Das könnte man natürlich machen. Dann würde ich hier zwei machen, ne, damit man auch einen Wartungsgang hat. So, jetzt mal damit wieder lang können. Tun wir es erstmal wieder weg hier. Bam. Problem ist natürlich jetzt, ich habe keine Ahnung, wie weit wir laufen müssen. Ja, und jetzt ist es gut oder ist das schlecht? Ach Gott, das ist blöd. Gut, aber ich glaube, wir sind schon viel zu weit. Das geht ja hier. Geht ja gerade mal bis hier. Ich glaube, wir sind sogar schon viel zu weit gewesen. Ah, guck mal, da kommen die Items. Aha. Oh, nee, ist hier zurück. Das heißt, bis hier ist das Rohr komplett. Easy. Ich mache hier weg. Ich glaube, die sinnvollste Art ist wirklich, uns einfach hier jetzt hoch zu baggern, ne? Ist natürlich jetzt super hässlich irgendwo auch. Nein, geht ja gar nicht. Verdammt. Nee, so ist auch nicht. So werden wir nie im Leben das Ding hier treffen. Da! Scheiße, wir brauchen die Marker. Ohne Marker geht's nicht. Das können wir original vergessen. Gut, das heißt, ja. Ich schau mal ganz kurz die Marker, weil, ja, ohne kannst du. Das wird nie im Leben was werden. Ah, die ist ja bei der Werkzeugkiste. Kannst du original in die Tonne treten. Du Scheiße. So. Kann man schön ins Rohr zu gucken. Ach schön, wenn man immer so hier Items rumfliegen sieht. Kann man schön mit dem ganzen Stuff angeben, was man produziert.
Vor allem die Leute, die dann so random in die Höhle stolpern. Zum Beispiel über so solche Schluchten, wie da vorne gleich kommen. Ja. Die platzen dann erstmal vor Neid. Was hier so alles Schönes durch die Rohre geht. Was schon irgendwie ein bisschen fies ist. Ne? Hier zum Beispiel, da. Kommen wir mal von außen locker rein. Weißt du, die armen Leute finden keinen Ausweg mehr, aber sehen ihr Schätze vor sich langwandern, wo sie selber nicht, gar nicht rankommen. Also, fieser geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Stimmt, ich hätte doch gleich Cleanstone mitnehmen können, ne? Ach, egal. Und ich hätte Rohre machen können. Wir haben jetzt eh zu wenig Rohre. Ja gut, okay, ein paar können wir noch machen, aber das reicht auch nicht. Ja, geil, das ist ja, fick die Henne. Gut, dann, ja, jetzt war das schon mal, war die Fahrt schon mal völlig umsonst. Sehr geil. So, 1, 2, 3. Ich hoffe mal, das reicht. Das wird nie im Leben reichen. Scheiße, die Wand an. Oh, Kacke. Oh, man braucht wieder viele Rohre. So, hier, genau, die Anlage läuft noch. Ja, genau, jetzt können wir hier alle 6 Ofen betreiben. Ist auch ganz schnieke. Warum ist der eine Ofen aus? Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Die neuen Geräte sind doch gar nicht angeschlossen. Hups. Das habe ich doch komplett vergessen. Gut, wir haben eins. Wo sind denn die weißen Dinger? Ja, das war ja. So, hier oben müsste alles angeschlossen sein. Genau. Ja, für postierenden Dinger. Easy. Und da ist sogar genau der Platz dafür übrig geblieben. So. Perfekt. Und so. Easy. Ist das geil. Ha, lol. Passt ja wie die Faust aufs Auge hier. Das ist ja genial. Dass es hier hinten so gut passt, ist echt immer Glück im Unglück. So, jetzt müssten alle Geräte, genau, alle bereit sein. Perfekt. Cool. So, dann du nach da. Genau. Und du nach da. Und du nach da. Und du, und ich habe schon wieder eine Maus. Und du nach da. Und mach mal hin. Ach, das dauert ja ewig. Ach, das dauert ewig. So, dann haben wir schon mal Plaste. Was brauchten wir noch? Cleanstone. Damit wir mal ein paar Sachen ausbessern können. Wann dauert das ewig? Machen wir gerade schon wieder aus. Also nicht so die feine Art hier, mein Freund. Boah, mache er hinter, Alter. Ich brauche mal deine Hilfe. So. Hey, halt. So. 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 Oh, ich hoffe, unser Inventar reicht aus.
Jutchen. Ja gut, die Anlage läuft schon wieder auf Hochtouren. Gut, ich mache mal, kurz hier Folgenende an der Stelle. Und dann, ist die Folge ein bisschen kürzer, aber wir sehen uns in der nächsten Folge.